Wir fokussieren uns auf Tokio als einen der größten Büromärkte weltweit. Singapur, Stadtstaat, Inselstaat, aber ein sehr liquider, großer, bedeutender Markt als Finanzzentrum. Und wir schauen sehr intensiv derzeit in Australien uns um. Der übliche Markteintritt für einen europäischen Investor wäre natürlich Sydney. Eine Immobilie mit Blick auf das Opernhaus, die Harbour Bridge ist natürlich das, was man sich wünscht. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass Städte wie Melbourne, aber auch Brisbane an der Ostküste sehr bedeutende Metropolen sind, die unterschiedliche Facetten aufweisen, was den Nutzermix anlangt. Brisbane ist zum Beispiel als Hauptstadt des großen Bundesstaates Queensland ein sehr bedeutender Regierungsstandort, hat aber auch Wirtschaftsunternehmen, Energieunternehmen, aber eben dann auch Finanzunternehmen. Sydney ist mehr finanziell geprägt, finanzwirtschaftlich geprägt. Und wenn Sie nach Perth, auf die andere Seite des riesigen Kontinents gehen wollen, sehen Sie da eine stärkere rohstofforientierte Politik. Man kann sogar argumentieren, dass durch die starke Bedeutung der chinesischen Abnehmer man sich etwas Aktivität mit China einkaufen kann. Ich glaube, wichtig ist in Down Under wie überall auf der Erde, dass man sich in die lokalen Marktüsancen einarbeitet und eindenkt. Dass man zum einen, wie wir das tun aus unserem Büro in Singapur heraus, eine gewisse Nähe zum Markt auch hat, da auch flexibel reagieren kann und durch entsprechende langjährig uns vertrauensvoll zuarbeitende Berater die Nähe zum Markt hat. Wir sind seit den frühen 90er Jahren aktive Investoren in Großbritannien, respektive London, aber auch in den Regionen in Großbritannien. Und das angelsächsische Recht, das Common Law, ist uns insofern sehr gut bekannt. Australien zeichnet sich aus durch eben dieses angelsächsisch geprägte Rechtssystem, durch einen sehr professionellen Markt, durch sehr transparente Märkte mit entsprechend sophistischer Research, die wir brauchen, um eben Chancen und auch Risiken beurteilen zu können. Ich glaube, es gibt ein Phänomen, das sicherlich alle entwickelten Märkte gemeinsam haben. Das ist die Kapitalschwemme, die derzeit nach guten, sicheren Anlagemedien sucht. Insofern sehen wir eine gewisse Renditekompression. Immobilien werden einfach teurer. Was Australien gerade auszeichnet, ist, dass diese Kompression noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in anderen Märkten, wie Großbritannien, wie in gewissen Küstenstädten USA zum Beispiel. Insofern sehen wir dort noch ein Fenster, das wir entsprechend nutzen wollen, um dort für unsere Anleger zu investieren. Spannend bei unserer Akquisition in Brisbane ist, dass wir hier unsere jahrzehntelange Erfahrung im Erwerb von Projektentwicklungen anwenden können in einem neuen Markt. In Australien wird mit diesem Projekt das erste Objekt angekauft und es handelt sich hierbei um eine hervorragende Immobilie mit etwa 27.000 Quadratmetern Mietfläche, ein nachhaltig gebautes Objekt, das zu 90% an sehr bonitätsstarke Mieter langfristig vermietet ist und das zu einer Rendite, die uns einige Vorteile verspricht, verglichen mit anderen Anlagemöglichkeiten, beispielsweise in Sydney oder in Melbourne, in den dortigen Innenstädten.